Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zum Team der Woche, Investing Tipps und Tricks, werden wir direkt loslegen. Diese Woche muss man sagen, gibt es sehr, sehr viele Spieler, die sich lohnen wieder. Also auf der Bank lohnen sich alle, bis auf Gnabry, weil die alle recht günstig sind. Also die hier könnt ihr alle so für 11 ungefähr erbieten, ist okay. Die Silberspieler könnt ihr auch versuchen, so für 10k zu snipen, dann würde ich die auch mitnehmen. Die kosten hier alle nur 11k, ja, dann nehmt ihr die auf jeden Fall mit. Ja, wenn die natürlich 12, 13 kosten, dann nicht mitnehmen. Aber wenn ihr die so für 11k bekommt, könnt ihr die mitnehmen, alle. Also ich denke, dass die alle so 11k kosten, okay. Ja, müsst ihr einfach ein bisschen bieten, bekommt ihr sehr, sehr viele für 11, 12k. Also da werdet ihr nichts verkehrt machen, den ganzen Spielern hier. Die sind doch gut, 81er Rating ist okay. Ja, De Gea natürlich nicht, lohnt sich nicht zum Investieren, meiner Meinung nach. Young auch nicht, und also die hier auch nicht, also ja. Roman ist halt die Frage, ob er halt noch einen Inform bald kriegt oder nicht, weil 100k ist eigentlich okay für seine Werte, ist vollkommen okay, könnte man mitnehmen, vielleicht werde ich den mal testen, aber na, zum richtig investieren nimmt er lieber die Spieler von der Bank. Perisic, weiß nicht, was er kostet, würde ich auch nicht mitnehmen, über 100k. Rooney kostet, glaube ich, auch über 100k, würde ich auch nicht mitnehmen. Özil würde ich mitnehmen, also wenn ihr die Coins habt, könnt ihr natürlich mitnehmen. Der kostet nur 110k. Das als 89er Inform, sehr, sehr günstig, weil eine 89er Karte kostet, glaube ich, so normal schon 70k. Die billigste 60, 70k, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, es gibt keinen billigeren 89er Gold unter 60, 70.000. Na, könnt ihr den mitnehmen. Wenn irgendwann mal Pelé oder so kommt, dann wird dieser Özil sehr, sehr steigen, bin ich mir relativ sicher, weil dann wird man hohe Informs auf jeden Fall brauchen, oder Ronaldo oder Ronaldinho. Also wenn ihr Icons irgendwann mal machen wollt, würde ich euch empfehlen, holt euch diesen Özil auch ein, zwei Mal auf jeden Fall. Ihn hier würde ich auch nicht mitnehmen, 30.000, 84er ist auch zu teuer. Coutinho, weiß ich nicht, was er kostet, würde ich aber auch nicht mitnehmen. Und Aspas, weiß ich auch nicht, was der Kollege kostet, 70.000, auch zu teuer. Also da wären wir schon durch, wie gesagt, hier von der Startelf eigentlich nur Özil, Coman vielleicht noch, aber sonst von der Startelf würde ich keinen investieren, und von der Bank könnt ihr bis auf Gnabry jeden investieren, das ist meine Meinung, und so, da wären wir hier auch schon durch. Freunde, das wäre es auch mit diesem Video schon gewesen, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.